Wie ihr seht, haben wir hier an der Hauptstelle Heinsberg bei der Volksbank eine Ausstellung. So, das, was mich natürlich sehr freut und mich stolz macht. Und ich denke mal, da wird noch einiges andere noch hinterherkommen. So, und hier ist das Ausstellungsplakat, habe ich extra angefertigt für hier. Und dann gehen wir mal nach oben und gucken uns die Bilder an. So, und hier sind die meisten Werke ausgestellt. Mit dem Banner hier, The Time, Tic Tac. Da ist mir sehr wichtig, die Zeit. Menschen sollen sich mehr Zeit nehmen für Kunst, für die Liebe, für die schönen Dinge dieser Welt. Und wenn wir das alle machen würden, wird es auch keinen Krieg geben. Ja, man muss das nur wollen. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal einen Rundgang. Die Bilder. Das auch. Das Bild Unheilig habe ich nach der Gruppe Unheilig benannt, weil ein Freund von mir, ja, die liebte die Gruppe Unheilig und ist verstorben und dann ist seinem Sarg das Lied von Unheilig gespielt worden. Deswegen ist es mir sehr wichtig. Deswegen heißt es Unheilig. Ja, hier das Bild Beauty, ja, Schönheit. Ja, da kann ich auch nicht viel sagen dazu, weil es muss man einfach wirken lassen. Ich mache sowieso ungern Namen für meine Bilder, aber man muss ja die Bilder betiteln und deswegen habe ich es Beauty genannt. Vielleicht sagen andere was anderes dazu. Ja. Ja, hier ist ein Lieblingsbild auch von mir, Genesis, die Schöpfung. Ja, ist auch ein ganz verrücktes Bild. Und da muss man sich Zeit nehmen und die Muse nehmen und das Bild zu betrachten und wirken lassen. Ja. Ja, ich liebe alle meine Bilder. Ja, hier ist Strategie, Schach. Ich liebe ja Schach, ich spiele selber Schach. Und mal Schachfiguren, mal anders, ein bisschen verrückter. Ja, wie das Leben auch ist, manchmal verrückter. Outlander, Jaguar. Aber da möchte ich auch nicht so viel dazu sagen. Das muss man auch einfach wirken lassen. Dann habe ich das Bild gemalt, Jedermann. Das werde ich nächstes Jahr bei den Festspielen in Salzburg ausstellen, in der Galerie. Und das liebe ich auch. Ja, ich liebe alle meine Bilder. Quatsch. Ne? Aber es ist eben so. Es ist auch wieder die Zeit. Der Sex, der Tod, der Würfel, der Tod würfelt. Ja. Dann Little Buddha. Ja, das ist auch ein Berg, das, was ich sehr liebe. Weil die Tiere, die sind eigentlich die sanftesten Geschöpfe der Welt und deswegen habe ich den Buddha oben auf den Kopf gesetzt, das Tier. Und dann die Bässchen, die angreifen, der Schutz, die Verzweiflung, ist alles drinnen. Aber wie gesagt, man muss sich die Muse nehmen. Ja, Mystikin. Versteckte Erotik, Kampf, Macht. Alles drin und wenn man das lange betrachtet, dann sieht man, dass es dreidimensional ist. Dass das Bild herausspringt. Und ja, je nach Betrachter, die dieses Bild ganz anders sieht, ja, als wie ich das jetzt sehe. So alt, Mythik, in den Azteken und so weiter und so fort. Rebellion, das Bild sexistisch, also sexbezogen. Ja, jeder denkt an Sex und ja, deswegen auch die Farbe Lila. Ja, und das springt raus förmlich, ne? Als würden die rauslaufen und Sex wollen, ja, die Kreaturen.
Oder was war das? Jeanne d'Arc. Ja. Kloster, der Tod, Homosexualität, der Narr. Ja. Ja, das ist auch ein sehr kräftiges Bild. Die Frau bekämpft den Tod, indem sie den Tod besiegt mit der Geburt. Ja, eine Frau kann ja gebären, wir Männer müssen sie befruchten. Und in dem Sinne haben wir ja dann den Tod eigentlich besiegt. Ja. Und die Angriffe von außen, der Frau wird ja angegriffen, auch teilweise. So, und ja, mehr kann ich da auch nicht dazu sagen. Ja, meine Frau kann das besser erklären als wie ich. Ich male und denke meistens nicht. Ja. So, das ist das Tier in dir. Ja. Wenn man betrachtet das Bild, sieht man verschiedene Figuren ineinander in menschlichen Zügen. Ja. Also Gott hat ja die Tiere geschaffen und den Menschen und wir besitzen den Planeten ja gemeinsam mit den Tieren. Deswegen heißt das das Tier in Tier. Mehr kann ich da jetzt auch nicht dazu sagen. Ja, das sind meine limitierten Auflagen, ja, von Bildern von mir, gerahmt. Ja, hier auch zum Beispiel. Hier kann man das Dreidimensionale wieder erkennen. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera ergreifen kann, aber ich denke ja, Man-Eyed Dwarf heißt das. Und auch ein bisschen mit Sex und so weiter und so fort. Ja. Dann ist hier das Bild Kingsman. Ja, da kann ich, will ich auch nicht viel erzählen, das muss man einfach wirken lassen. Ne? So Bilder kann ja nicht jedes Bild erklären. Die Leute müssen ja auch selber noch die Fantasie haben. Weil wenn ich das sage, dann ist es meistens so fest. Und ich habe es lieber, wenn jemand zu mir sagt, und ich sehe das und ich sehe das, und dann sage ich, ja, toll, das finde ich schön, wenn es so ist. Jeder muss ja was finden. Es gibt ja nichts Schlimmeres in der Kunst, wenn man nichts finden kann. Ne? Ja, die Venus, da hat man ja auch schon die limitierte Auflage. Die Schönheit der Frau, ja, Venus, eine wichtige Person, damals schon bei den Göttern, bei den Griechen, in den Römern. Ja, das Bild hier ist verkauft. Red Bull habe ich es genannt, aber eigentlich heißt es Leck mich am Arsch Gesellschaft. Ja, man sieht das auch hier, der weibliche Körper und der Stier leckt ihm am Arsch. Also, ja, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ein verrücktes Bild. Ich liebe so verrückte Bilder. Ja, hier, Guardian of Light, also Schützer des Lichts. Und man denkt, es ist ein Mann, aber es kann auch eine Frau sein hinter der Rüstung. Also je nach Betrachtungsweise. Ja, und hier Big Family und Friends. Ja, also da oben bin ich. Ja, ein bisschen verrückt, wie ich eben bin. Ja, mein Schatz, die Carina, meine Tochter, Sohn und Freunde. Alles verbunden. Familie ist wichtig. Ja, und das ist Chamäleon. Ja, Chamäleon will ich damit zeigen, dass sich der Mensch ja verändert wie ein Chamäleon. Ja, wenn man so Bilder sieht von früher. Und wenn man dann 25 ist, verändert man sich wieder, der Charakter verändert sich, seine Laune verändert sich, der Erfolg verändert sich. Und beim Chamäleon ist es auch so, wenn es Erfolg hat oder Erfolg haben möchte, dann muss es sich eben manchmal verstecken und sich der Umgebung anpassen. Aber dann, wenn es soweit ist, schnappt sie zu und sie hat die Beute, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Bilder und höre von euch.
Wir haben eine Webseite, es heißt cordesart.de. Ich habe da ein Gästebuch, habe aber leider nur, glaube ich, 6 oder 7 Einträge in mein Gästebuch. Ich habe mir erst gedacht, ich habe keine Freunde, also bitte schreibt mir, ich freue mich darüber. Ja, das wäre super. Danke euch.